Ja, halli, hallo, hallöle. Ich hab's immer noch nicht rausgefunden, was ich tun muss, aber ich habe ein verstecktes Rennen gefunden. Ist das nicht schön? Das fahren wir jetzt. Oh Mann. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht passiert ja nach dem Rennen irgendwas. Probieren wir es aus. Mann, das ist ein... Boah, der... Alter, legen die los. Leute. Könnt ihr mich auch mal... Oh, die fahren mir einfach davon. Der hat schon eine Sekunde Vorsprung. Das ist das... Boah. Alter, die ziehen volle Kanne ab. Hört auf da. Ich fahre gegen das Auto. Ja, okay. Lassen wir das. Den lasse ich nicht. Die lassen wir nicht vorbeiziehen. Das tun wir nicht. Und den holen wir uns gleich. So, ich darf nur gegen kein scheiß Auto fahren. Zieht er vorbei. Ist ganz easy. Aber jetzt ziehe ich vorbei. Ciao. So. Oh, fuck. Und da haben wir ihn. Yes. So, und ihr müsst eine Kurve langsam machen und ich kann mir die Absperrung zunutze machen. So. Ja, das doch. Das läuft besser. Besser als das letzte Mal zumindest. Und ich glaube, jetzt ist es eh nur noch geradeaus. Wenn es noch geradeaus ist, dann habe ich Glück. Scheiß Tunnel! Was los, Alter? Ich dachte, das wäre gerade, ging geradeaus. Aber ich hasse das, wenn die ganze Strecke ultra gerade ist, zum Schluss noch ganz viele Kurven hat. Das geht gar nicht. Leute, lasst das. So. Wir nehmen die Abkürzung. Hoffentlich bringt sie uns auch was. Shortcut. Oh. Oh, der holt auf. Das darf nicht sein. Yeah. So, verstecktes Rennen gewonnen. Passiert jetzt was? Brauche ich eine bestimmte Anzahl von Sternen in meinem Auto? Vielleicht muss ich das ja haben. Moment, das steht doch in meinem Sponsorenvertrag, oder? Schauen wir uns gleich mal an, aber zuerst speichern wir. Obwohl ich gerade gespeichert habe, aber sicher ist sicher. So, Sponsor. Free Vehicle. Darf man uns aussuchen? Nee, da steht nichts drin, wie viel ich haben muss. Leute, komm, sag mal Bescheid hier. Mach ich halt mal einen Stern Body, oder? Würde ich jetzt sagen, dass ich das mache, damit hier mal was geht. Sonst fahre ich hier noch überall rum und finde noch mehr versteckte Rennen. So, Body Shoop. So. Okay. Roof Scoops habe ich schon, ich will. Yeah, komm. Gib mir ein richtig fettes Ding, Mann, hier so. Yeah. Den nehmen wir. Tail Lights, Mirrors und einen neuen Auspuff. Der reicht nicht. Aber Ace ist cool. Rims! Kamp Umfang bei White Body Kids. Spoiler. Der ist geil. So. Habe ich jetzt dafür wenigstens was überhaupt gezahlt? Ja! Yeah. Okay, ich brauchte wohl eins. Okay, aufs DVD-Cover. Oh, das ist aber wieder mal weit weg. Wollt ihr mich verarschen? Okay, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ich habe es irgendwie umsonst bekommen, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, dann hätte ich mir noch, wenn ich es umsonst bekommen hätte, hätte ich mir natürlich noch was dazu gemacht. Huiik. So, jetzt erstmal. So, oh, die Spray Show bringt überhaupt nichts. Vielleicht finden wir auf dem Weg noch ein paar, aber ich glaube, das ist jetzt der Abschluss. Das müsste jetzt der Abschluss zumindest sein von diesem Teil. Dann wird wieder ein
Neue Rennstrecken freigeschaltet. Also ein neuer Teil der Stadt wird fertig mit Bauen. Das ist geil. Und dann gibt's neue Autos. Und dann kann ich endlich wieder dieses Dings machen. Oh, hier ist schon das Vortor. Yeah, das nehmen wir. DVD safe. Wie jetzt? Habe ich noch mehr Rennen? Echt jetzt? Ach Gott, das ist der... Ach, das Abschluss-URL-Rennen. Müsste das jetzt sein. Das sage ich die ganze Zeit. Das ist das Abschlussrennen, das Abschlussfoto. Yeah. Hoffentlich ist gleich vorbei und ich kann einen neuen Sponsor wählen. Nee. Passiert eh nicht. Darf danach noch mehr Rennen fahren. Ich bin unverlierbar. Bei URL-Rennen gibt es zum Glück. Die Underground Racing League findet auf abgesperrten Plätzen statt. Da muss ich mir keine Sorgen darüber machen. Quietsch, quietsch, dass mir mehr Autos entgegenkommen. Dafür ist es auch schwerer. So. Hallo? Da geht's los. Oh, das ist aber eine kleine Strecke. Die sieht kurvig aus. Ich hasse Kurven. Das liebe ich an Drag-Rennen. Ich starte natürlich als allerletzter. Natürlich, ich starte als allerletzter. Aber die Strecke gefällt mir, die ist einfach. Ah, ich muss was dagegen tun. Alles ist erlaubt, Junge. Oh shit. Nicht so lenken dürfen. Hoffentlich hole ich die noch auf. Die Kurve habe ich sehr gut bekommen. Sehr gute Kurve bekommen. Nice. So, und jetzt beginnt auch unsere Aufholjagd, ne? Gendeckend habe ich nichts bekommen. Na, der Nitro bringt auch nichts, wenn es auf der ersten Stufe ist, ne? So, dich bekriegen wir aber auch noch. Und zwar mit einem Sprung. Ah, fuck, da habe ich viel zu viel Speed verloren, aber den kriegen wir. Ciao. So, jetzt noch zwei Runden fahren und gut ist. So, ich muss in einem oberen Bereich bleiben. Weil da habe ich Speed. Da habe ich Speed. Der andere ist direkt neben mir. Ich kann doch seine Motorengeräusche hören. Der lässt nicht locker. Den muss ich drehen, damit ich ihn loswerde. Oh, ich sehe ihn gar nicht. Hangtime, oh shit. Das darf mir nicht passieren. Ich darf nicht ausbrechen, unnötig. Nice. Läuft soweit. Läuft. Oh. Okay, ganz okay. So, Best Lap. Gib nochmal 500. So, und jetzt ziehe ich die ab. Jetzt bin ich weg. Jetzt könnt ihr mich nicht mehr einholen. Außer ich baue Scheiße, was mir hoffentlich nicht passiert. So, den Hangtime habe ich gut überstanden. Ich darf nicht so viel gegenlenken. Das ist mein größter Verlust. Ja. Oh fuck. Komm. Aber ich muss wahrscheinlich noch ein Rennen fahren, ne? Das sind zwei Rennen. Habe ich recht? Habe ich recht? Ja, ich habe Points bekommen. Aber mal abpunkten kann ich schon ein gleich was reißen. Auf zum nächsten Rennen. Ah, das ist eine andere Strecke. Ist die... Ja klar, gib einfach kein Gas. Natürlich. Braucht man ja auch nicht. Rennen braucht man ja aufs Gaspedal stehen. Warum starte ich schon wieder als Letzter? Ich bin gerade Erster geworden, scheiß Wichser. Oh, das ist eine kurvige Strecke. Fuck. Oh, Alter, diese Kurve ist mies heftig. Ich hasse sie. Aber wenn sich die Leute drehen, ist es gut für mich. Es reicht, glaube ich, sogar dieses Mal auch, wenn ich Zweiter werde. Das könnte mir sogar reichen. So, geben wir Gas. So, und ab durch die... Ja, komm. Das ist keine Chance. Zu schnell für dich. Und ciao. So.
Und schon sind wir mit einer Sekunde, fast zwei Sekunden im Vorsprung. Wenn ich glaube, wenn wir öfters Erster werden, gibt es einfach nur... Gibt es mehr Geld? Ich hoffe es. Nö. Naja, egal. Aber wenn wir diesmal... Ich glaube, aber dieses Mal ist es echt das Abschlussrennen. Wenn das vorbei ist, dann... Dann läuft. Dann läuft die Story endlich mal weiter, was auch Zeit wird. Ich will schnellere Autos. Noch schneller. Ich will den Mustang haben. Ich glaube, erst wenn ich den Mustang habe, bin ich glücklich. Mit Kotflügelverbreiterung und allem. Er wird so geil aussehen. Ich freue mich so richtig. Und dann schaffen wir auch locker schnell die 350 an Speed. 300 sind kein Problem. Aber die 350. Ja. Das geht mit dem Mustang. Aber dann geht's richtig. Und na, bei einer speziellen Strecke, da habe ich Stunden habe ich ausprobiert. Ich hab viele Autos ausprobiert. Mir wird ja immer der RX9, der Mazda, der wird ja wahrscheinlich immer als schnellster Wagen bestückt. Also als bester Wagen. Dann zum Schluss, wenn man den RX9 hat, sollte man unbedingt den nehmen. Aber ich nehme den Mustang, das weiß ich jetzt schon. Aber der sieht so unglaublich geil aus. Dieser die hässliche RX9 mit seiner hässlichen Form und hässlich, sage ich die ganze Zeit. Aber Mustang, oh. Ich würde alles dafür geben, dieses Auto mal zu fahren. Am besten noch getuned auf einer abgesperrten Strecke. Aber was würde ich dafür geben, das zu können? Was würde man dafür geben? Es ist einfach nur ein Traum von mir. Ich schaffe mit meinem Auto gerade mal so die 200 auf der Autobahn. Ist mir zu wenig. Ich will auch 350 fahren. Wobei, ich war vor kurzem mal bei Daimler und da saß ich in einem SLS drin, Mercedes. Und, oh ja, nee, SLK, es war ein SLK, tut mir leid. Der hat einfach 360 auf dem Tacho stehen. Wie geil muss das sein, wenn ein Auto schon 360 km/h auf dem Tacho stehen hat. Wie geil muss das abgehen, Mann. Das will ich ja auch. Ich will auch reich sein. Warum kann ich das nicht? Leute, klickt die Werbung, macht mich reich. Klickt auf alle Werbung, die ihr seht. Generell unterstützt YouTuber mit die Werbung schalten. Klickt bitte auf sie. Ihr schaut YouTube für umsonst. Das ist doch kein Problem, einen kurzen Klick auf die Werbung zu machen. Kann sie ja danach auch wieder wegklicken. Aber dadurch verdienen die Leute ihr Geld. Dadurch schaffen sie es, Content für euch zu produzieren. Klickt auf die Werbung. Ganz wichtig. Nicht nur bei mir. Bei allen. Das ist der Traum eines jeden YouTubers. Dass Leute auf die Werbung klicken. Klickt einfach drauf. Tut's einfach. Ego. Jetzt habe ich viel Speed verloren. Viel Vorsprung verloren. Oh, schon wieder Queens of the Stone Age. Also die Auswahl an Songs ist bei Need for Speed echt klein. Aber sie ist gut. Muss mir unbedingt den Soundtrack fürs Auto holen. 16 Punkte, das hätte locker gereicht. So, jetzt aber. Mach hinne. Das Observatorium, ist es das? Das ist das Reichenviertel. Es ist frei. Was für eine gute Quantität. Ah, da. Das ist das Observatorium. Da finden halt immer einen Stand. So viel weiß ich noch. Dafür bin ich mir im Klaren. Das muss ich mir jetzt aber nicht antun. Snow sagt mir meine neuen... Das ist ein neuer Vertrag hier. Muss einen neuen Vertrag unterschreiben. New Inventory in the Car Lot. Schauen wir gleich mal nach, ne? Jackson Hayne. Und Performance Shop haben wir jetzt wahrscheinlich den Turbo freigeschaltet. Turbo Loader. So, da gibt's viel. Das schaue ich mir jetzt aber noch an. Was für neue Autos denn jetzt im Car Lot sind. Carlos. Schnell dahin. Ja, ja. Und fahren wir hier noch durchs Geld durch. 100. Seht ihr immer mehr. Yo, what's up, kid? EBB. Oh. Ja, irgendwo beim Airport, ne? Ist ein verstecktes Rennen. Danke. Shouldn't be easy to find. Blablabla. Weißt du, wie groß die Karte ist? Und wie schnell man so scheiß Dinger vorbeifährt, wenn sie nicht auf der Karte eingetragen sind. Fick dich, ich finde diese versteckten Ränder mit durch Zufall. So, jetzt sag mir aber.
Bitte, dass ein gutes Auto da ist. Nissan Sentra. Nö, den will ich nicht. Da bestücke ich mein Auto jetzt erstmal lieber mit einem Turbo-Lodi. Das machen wir noch in der Folge. Das verspreche ich euch. So, ein Turbo-Loader, den hauen wir uns noch rein. Das sage ich euch. Auf jeden Fall. Weil das gibt nochmal ordentlich Speed und den kann man dann auch richtig gut einstellen. So, dass der dann ordentlich was macht. Aber vielleicht gibt es auch schon das zweite Package, oder? Nee, das muss ich erst freispielen. Und was ich unbedingt machen muss, ist... Da werdet ihr wahrscheinlich auch nicht zuschauen können. Wenn ich die 1-2 Street X-Rennen werde ich wahrscheinlich machen. Hier, neuer Turbo. Nur 1000. Das bringt ordentlich was. Her damit. Okay, gibt's hier auch was Neues? Nee, gibt's noch nicht. So, jetzt haben wir ein Turbo. Stellen wir jetzt aber nicht ein. Das machen wir wann anders. Soll ich jetzt gleich noch... Ich bin mir nicht sicher. Ja, der Turbo macht in den höheren Regionen eher was, ne? So. Komm. Okay. Ja, dann fahre ich mal die Dings und ich krieg da wahrscheinlich auch wieder ein Preischen für, wenn ich die Outrun-Rennen fahre. Dann sehen wir uns einfach, wenn ich das habe. Oh, ich habe viel zu viel Kohle. Ja. Sehen wir uns dann, ne? Bis dahin, tschüss mit dir und ciao. Ich mache schon wieder die Handbewegung am Kopf, dieses Salutieren, ne? Ich lasse es einfach. Ich sag tschüss mit dir und ciao. Bis zur nächsten Folge.